und verkauft. So schnell geht's in den TikTok-Livestreams bei der Jasmin Gucci. Jasmin Gucci, heute die absurde Welt der 3-Sekunden-Livestream-Verkäufe aus China. Wir gehen rein, meine Freunde, wir gehen rein. Glaubst du, es wie in einen Raum. Upsi, Beleuchtung wie im Kino. Ja, wir sind eben Sekunden im Kino. Aus, um dich von einem Kauf zu überzeugen. Ich würde sagen, das testen wir gleich einmal mit. Nur wenn ich Holy sehe. 2, 1 und los geht's. Was ist das? Ich glaube, keiner von uns würde diesen Kochdeckel kaufen. Dass weniger sprechen manchmal mehr ist, zeigen uns momentan ganz viele Home-Shopping-Livestreams aus China. Denn die schaffen es innerhalb von 3 Sekunden, ein Produkt zu verkaufen. Ja, Bruder, das... Ja, okay. Das haben wir schon mal irgendwo gesehen. Wo war das? Wo war das? Ihr müsst mir jetzt helfen. Das haben wir schon mal irgendwo gesehen. Bevor wir aber auf dieses einzigartige oder irgendwie auch seltsame Phänomen aus China eingehen, schauen wir uns doch erst einmal die Teleshopping-Zeiten von damals an. Denn die haben damals auch alles dafür getan. Falls du mal einen Bär in der Küche hast, da brauchst du ein cooles Kastel, da kann er damit spielen. Dann ist er abgelenkt und dann kannst du den Sattel draufschnallen und kannst mit den Bären reiten. Um dich zu überzeugen, dass ihr Artikel dein Leben verändern wird. Also jetzt mal ganz kurz, man spricht China aus. K-I-N-A, das ist ganz logisch. Upsi, Nico, wie zum Beispiel hier. Diese Leiter hier. Now it's locked in place. Okay. Oh mein Gott, das kenne ich. Oh Gott, Harold, are you okay? Ich glaube, ich hätte das damals wie folgt gemacht. Wollen auch Sie Ihren lästigen Mann loswerden? Kein Problem, kaufen Dann Sie sich einfach Sie diese um. Leiter und brechen Sie Ihrem Ehemann. Ach so, Flex-O-Ladder. Bruder, kranker Name. 200 Öcker. Wie viel kostet eine Leiter? Ich bin noch nicht im Erwachsenenleben angekommen. Ich hab keine Relation darüber, wie viel eine Leiter kostet. Aber die ist doch keine 200 Dollar wert. Vor allem, das ist ja, was ist das für eine Qualität? Das Video ist wahrscheinlich von 1604 oder so. Damals waren 200 Dollar umgerechnet so viel wie heute, weiß ich nicht, 400? Das Genick. Oh Gott, Harold, are you okay? Was ihr aber unbedingt auch in eurem Leben braucht, ist diese stabile Box. Oder wie wäre es mit diesem nicht rutschenden Schneidebrett? Schauen Sie mal, das ist doch wohl die Top-Qualität. Wahnsinn! Und für die Ladies haben wir auch was parat. No, this is not a support to house your marijuana. It's even worse. Damit es nämlich keine unschönen Knitterfalten zwischen den Hupen gibt. Ihr seht also, es war viel Trash dabei, der nicht gehalten. Knitterfalten? Klärt mich bitte mal auf. Halten hat, was er versprochen hat. Und trotz, dass das alles sehr nostalgisch war, schauen wir uns jetzt einmal die heutige Online-Shopping-Methode an aus China. Denn diesen Trend hat die chinesische TikTokerin Zeng Yang Yang kreiert und sie ist bis heute die einzige, die es geschafft hat, Produkte innerhalb von 3 Sekunden auszuverkaufen. Sie hat es in kürzester Zeit zu über 5 Millionen Follower auf TikTok geschafft. Das sind dann also in einer Minute ca. 18 Gegenstände und jeder Gegenstand kostet nur 2 bis 3 Dollar. Es ist im Prinzip das gleiche, wie wir es aus dem Fernsehen kennen, nur dass diese Home-Shopping-Seiten jetzt alle live auf... Ja, okay. Ich dachte, das sind dann so Sachen um 30 Euro oder sowas. Weil da müsste ich das dann abschätzen. Aber das sind doch wahrscheinlich Leute, die denken sich, okay, im ersten Moment sieht das teurer aus als 3 Dollar. Wenn ja, dann kaufe ich es und dann kann ich es teurer verkaufen. Ach, trotzdem, Bruder. Livestreams sogar stattfinden. Da ich neugierig war, ob das auch bei mir funktioniert, habe auch ich das einmal in meinem Livestream getestet. Ja, kaufen! Das ist cool, das ist cool. Knew what I want. So, aber hat wo ist was gegen meine Bären? Ihr Schweine. Wir sehen also, das Ganze ist sehr erfolgreich und lukrativ. Wie lukrativ und erfolgreich zeigt das Beispiel von diesen NBA-Spieler. Denn der amerikanische NBA-Spieler James Harden hat seine eigene Weinmarke in einem Livestream in China verkauft und innerhalb von 10 Sekunden 10.000 Weinflaschen verkauft. Yo, ja, ich habe was gesehen, ich habe ein Video gesehen von einem Livestreamer, der hat innerhalb von ein paar Sekunden quasi mehrere Millionen Dollar verloren. Der Typ hat einen Online-Shop und er hat diesen Online-Shop hatte er
ein Plüschtier. Und dieses Plüschtier war halt, ich weiß gar nicht, 20 Euro, 30 Euro wert oder so. Und er hatte einen Token oder wie so einen Gutschein, Code dafür, dass du dieses Plüschtier umsonst bekommst. Und was er gemacht hat, weil er dachte, dass der Token nur einmal anwendbar ist, hat er den in seinem Livestream gedroppt. Und die Leute haben dann alle versucht, den zu bestellen, sind dann draufgekommen, ey, den kannst du öfter verwenden. Und dann haben sie teilweise 10.000 von diesen Dingern auf einmal bestellt mit diesem Gutscheincode. Und dann ist so gestanden, so, yo, hier, keine Ahnung, 5 Millionen Verkäufer oder sowas. Und das sind dann halt dann irgendwie mehrere Millionen Dollar, die da am Verlust waren. Aber das konnte er alles canceln, die ganzen Bestellungen. Also eh kein Problem, aber Bruder, so dumm. Oft. Er selbst war darüber total geschockt und konnte es nicht fassen. Aber ich glaube, das zeigt uns, wie lukrativ das Ganze ist. Wie wahrscheinlich schon einige von euch mitbekommen haben, gibt es in China auch Influencer-Camps, in denen Leute zu Influencern ausgebildet werden. Und somit gibt es auch immer mehr Online-Shops. Ja, die macht das gut. Die macht das super. What's up? What's up? Whoop. Und schon verkauft. Und schon 10 Millionen. Und schon hier den Gratis-Gutscheincode für diese Tastatur. 400 schon verkauft. Shopping-Influencer. Diese beantworten dann eben die Fragen. Das schaut scheiße aus. Aus den Kommentaren, wie zum Beispiel zu der Größe, Farbe, Materialien, aus. Die Textur oder die Qualität der Produkte. Es ist also so, als würde man einen Live-Sale für Hunderte bis Tausende von Menschen online machen. Da muss ich aber ehrlich sagen, da feiere ich meine Tupperwaren-Partys mehr. Schreib in die Kommentare, wenn du auch Tupperwaren-Partys gefeiert hast. Kurzer Nachtrag, ich habe übrigens noch diesen Live... Boah, das schaut cool aus. Warte mal ganz kurz. Ah, sie nimmt da immer in der Nacht auf, ne? Wenn du auch Tupperwaren-Partys gefeiert. Drum ist da, ja, weil, upsie, wo ist mein Dada? Weil hier, bei mir, ist jetzt auch ein Vorhang. Und ich habe hinter diesem Vorhang etwas gegeben, damit ich auch in der Früh quasi streamen könnte oder aufnehmen könnte, damit das nicht so hell ist hier. Aber das... Feiert hast. Das schaut sick aus. Das schaut real talk sick aus. Wenn du da dann noch so ein bisschen das Licht stärker machst, dann ist es schon cool. Nachtrag, ich habe übrigens noch diesen Livestream hier gefunden, in dem ernsthaft Fische verkauft werden. Und die Fische sehen eigentlich schon mehr tot als lebendig aus und liegen da hinten einfach auf so einen kompletten Haufen drauf und werden dann in Schälchen geschmissen, damit man sie besser anschauen kann. Finde ich absolut abartig und ekelhaft. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da noch viel mehr Livestreams gibt in die Richtung. Und auch. Ich werde das nie verstehen, wie Menschen... Eben Richtung Haustiere. Also das hat mich schon echt geschockt. Ich hoffe, dass ein Robert Mark Lehmann das nicht sieht. Den wird es wahrscheinlich wie mir komplett den Magen umdrehen. Und das ist einfach nur ekelhaft. Der hat übrigens eine krasse Serie rausgebracht. Das kann ich euch sehr empfehlen. Da seht ihr nämlich, wie sehr wir eigentlich als Konsumenten so ein Verhalten unterstützen. Kann ich euch alle Videos hier empfehlen. Checkt die auf jeden Fall ab. Sind aber sehr grausam, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Aber es zeigt einfach die Wahrheit. Oftmals arbeiten diese Home-Shopping-Influencer auch direkt mit den Produzenten der Produkte zusammen. So können sie eben den besten Preis garantieren und machen es so anderen Anbietern schwer, ihre Preise zu unterbieten. Somit ist das Ganze natürlich aus der Sicht der Käufer und der Konsumenten viel attraktiver und verstärkt somit natürlich auch den Wunsch, es dort zu kaufen. Es gibt auch immer mehr Moderatorinnen, die jetzt ihren Job an den Nagel hängen, um eben auch als Online-Influencer durchzustarten. Ein Beispiel ist... One Reaction. Maybe machen wir ja eher mal sowas. Ich glaube, wir sind sogar mal in ein Robert ML Man Video reingesteppt. Aber da haben dann viele Leute geschrieben, dass das denen zu heftig ist und sowas. Da habe ich mir auch gedacht, okay, maybe. Es ist sehr, sehr wichtig für die Aufklärung. Aber ich versuche da trotzdem... Ich werde auch das mit den Fischen, die Leute auf YouTube, die haben die Fische jetzt nicht gesehen so, aber das, ich finde sowas einfach unschön. Ich finde sowas einfach unschön und ich persönlich möchte halt nur Sachen hochladen auf dem Channel, die ich mir selber anschauen kann, ohne dass ich mich irgendwie ekel oder weißt du, mit viel Blut und sowas, das sind Sachen... Das ist schwierig, ist schwierig. Die Sissi, sie hat ihren Job als Galahaus gekündigt und hat heute über 9 Millionen. Geht super gerne zu Robert Mark Lehmann rüber. Er macht Top-Content. Ich habe es mir auch schon mal offline angeschaut und so. Oder wir haben einmal auf so ein Video von ihm reagiert mit so einer Seite. Die hat quasi als Promo-Aktion, also so eine Tierschutzseite, und die hat als Promo-Aktion so getan, als würde sie... Wildtiere verkaufen in Deutschland, weil das anscheinend legal ist. Ich glaube, das war in Deutschland, ja.
Ja, aber das ist, es ist heftig. Follower auf TikTok. Und macht dort ordentlich Kohle. Sorry, sorry, wie viel? Was ist denn das ein für ein Beispiel Internet? Ist Lee Sissy. Sie hat ihren Job als Galahaus gekündigt und hat heute über 9 Millionen Follower auf TikTok. Auf Lock. Und macht dort ordentlich Kohle. Wir sehen gerade, es sprießen gerade sehr viele Live-Home-Shopping-Influencerinnen aus dem Boden. Und dennoch hat es die TikTokerin Zheng Yang Yang eben geschafft, sich davon hervorzuheben. Sie hatte in den Monaten August bis September 64 Mal gestreamt. Und hatte bis zu 5000 Zuschauer. Das sind insgesamt dann 81 Millionen Views. Das Ganze hat sich dann ab Oktober gesteigert. Und da hat sie es geschafft, Produkte von 10 Millionen US-Dollar in ihrem Stream zu verkaufen. Auf der Plattform Douyin, das ist die chinesische Variante von TikTok. Und hat es geschafft, ihre Overall-Views auf 120 Millionen Views zu steigern. Einige ziehen nach und wollen mit ihrem Verkaufsstil auch Erfolg haben. Dennoch sind sie lange nicht so erfolgreich wie sie. Und man darf auch eine Sache nicht vergessen. Bei Sen Yang Yang ist ein Riesenteam im Hintergrund und das sieht man nämlich hier. Sieht mir übrigens hier nach ganz viel Müll aus, der hier produziert wird, aber nun ja. Wem es schon aufgefallen ist in den Clips von ihr, die Boxen sind orange und sollen aussehen wie von Hermes. Denn so Bruder, 14 Millionen in der Woche ist da gerade gestanden mit Sachen, die, ich weiß nicht, wie viel wird das kosten, so ein paar Kleiderbügel? Ein Euro? Was ist das? Yen? 17 Yen? Wie viel ist das? 4 Cent, oder? Ich möchte sie quasi die billigen Produkte etwas teurer und luxuriös wirken lassen. Ja, und ja. Das ist so gesehen ihr Schlüssel zum Erfolg. Ein weiterer cleverer Schachzug von ihr ist, dass die Produkte oftmals weniger kosten als der Versand. Das bedeutet, die Leute schicken die Produkte auch nicht zurück. Und der nächste Punkt, der ihr auf jeden Fall in die Taschen spielt, ist, dass die Produkte innerhalb von Sekunden ausverkauft sind. Und somit steigt natürlich bei den Zuschauern der Wunsch, schnell eines dieser Produkte zu bekommen. Und mit dieser Methode triggert sie so gesehen die FOMO, also die Fear of Missing Out. Ich glaube, auch einige von euch kennen die Verkaufsstrategie Verknappung. Ihr kauft irgendwo einen Artikel und auf einmal steht drin, nur noch 3 verfügbar oder Peso. Nur noch 1 verfügbar. Schnell, legst du in deinen Waren. Richtig, richtig smart. Justin hat das immer gemacht mit Peso oder generell ist es ein relativ verbreiteter eine relativ verbreitete Sache. Es gibt, ich weiß nicht, kennt ihr die Marke Enemy Earth? Wer trägt denn das oft? Maybe Kyla Shikes, bilde ich mir ein. Dave hat hin und wieder mal Enemy Earth Sachen an und die machen das genauso. Die haben kaum, also wenn die einen Drop haben, das ist innerhalb von ein paar Minuten weg. Und ich weiß noch, ich wollte damals unbedingt was haben, das ist schon relativ lange her, von Enemy Earth. Und ich habe dann auf den Drop gewartet, ich habe die ganze Zeit aktualisiert. Und in einer Minute waren die T-Shirts dann weg. Das ist, glaube ich, sogar eine, ja, das ist eine deutsche Marke. Waren die T-Shirts dann weg und ich habe mein T-Shirt in XXL geholt. Weil ich habe mir in der Sekunde gedacht, komm, weißt was, egal. Es ist jetzt einfach so. Und das, ich habe es fast nie getragen, weil es viel zu groß war. Aber ich habe es dann verschenkt. Und wir kennen dieses Prinzip ja auch von Seiten wie Temu oder Pinduoduo. Dazu gibt es übrigens auch schon sehr gute Videos, die werde ich euch später noch empfehlen. Denn dort werden bereits super günstig. Was ist das, Alter? Product Screen Overview? Achso, ich glaube, die verkaufen da jetzt so Kiwis. Riesige Produkte mit riesigen Rabatten noch angeboten. Und das sind natürlich unvorstellbare Verhältnisse, wenn man halt sonst schaut, was eine gute Hose und gute Shirt eigentlich kostet, das auch mal ein paar Jahre hält. Die App. Ja, ja, aber das hat nichts mit Countdown zu tun. Das ist nicht mit Countdown, sondern das ist einfach, du weißt, dass es wirklich so ist. Du weißt, dass eine Menge Leute drauf geiern, eine Sache zu kaufen, aber du möchtest unbedingt auch irgendwas kaufen und deswegen kaufst du halt den größten Scheiß. So wie ich, Bruder. Ich habe mir ein T-Shirt in XXL geholt, obwohl ich normalerweise XS trage. Ich bin 1,5 Meter groß, belohnt beispielsweise große Einkaufsmengen mit niedrigeren Endpreisen, was bedeutet, dass Leute sich über WeChat oder über QQ gemeinsam zusammenhorten, um dann eben Riesenbestellungen durchzuführen, um somit halt am Ende viel zu sparen. Wir kennen ja auch alle diese seltsamen Shopping-Halls, in der Leute dann extreme Massen kaufen und sich darüber erfreuen. Und das Ganze wird definitiv nicht besser, wenn die Unternehmen zusätzlich zum Beispiel mit Gutscheinen, Gewinnspielen oder Geschenken noch einen oben drauf drücken. Wir sehen also Massenkonsum mit billigen Produkten, die uns am Ende alle nur kurz glücklich machen,
und das Unternehmen am glücklichsten. Denn wie auch die Fashion Halls oder viele anderen Trends, die ja in anderen Ländern entstanden sind und am Ende dann hier bei uns landen, ist es, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis die Online-Shopping-Livestreams hier uns auch alle überströmen. Und deswegen möchte ich euch ein paar Dinge vor Augen führen. Warte. Streams hier uns auch alle überströmen. Und deswegen möchte ich euch ein paar... Was ist das für eine Figur im Hintergrund? Das schaut aus, als würde er den hier machen. Den Fortnite-Emote hitten. Ein paar Dinge vor Augen führen. Online-Shopping. Aber bist du größer als ich? Also mit 1,5 Meter war ich immer einer von den kleinsten, tatsächlich. Aber ist fein. Macht Spaß und ich muss mir selber eingestehen, dass ich oft aus Langeweile auf der Couch, während der Fernseher läuft, ich gerade noch mich von TikTok vollgeduselt habe, nebenbei noch ein bisschen was shopp, einfach nur, weil mir in dem Moment irgendwas fehlt. Und das ist genau der falsche Ansatz. Online-Shopping ist für mich manchmal auch so ein bisschen ein kleines Flüchten aus der momentanen Langeweile. Das Interessante an vielen Online-Shopping-Livestreams ist, die sehen immer sehr cozy aus und es wirkt, als würde dir jemand von zu Hause etwas verkaufen. Dabei vergisst man allerdings oft, dass die Personen vor der Kamera im Hintergrund von Firmen, Unternehmen gesteuert werden. Interessant ist allerdings, dass die chinesische Plattform von TikTok, Douyin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, oder Douyin, schreibt es mir bitte in die Kommentare, mittlerweile gegen die 3 Sekunden Online-Shopping-Streams vorgegangen ist. Denn auch sie sagen, dass 3 Sekunden definitiv nicht ausreichen, um eine rationale Entscheidung zu treffen. Lol, aber dann kauf's doch nicht. Ich sehe kein Problem damit. Jetzt mal for real, wenn ich das jetzt so machen würde und ich zeige euch einfach nur so, ey, was geht ab? Wupp, kaufst du es oder kaufst du es nicht? Dann werdet ihr sagen, natürlich kaufe ich es, Kaiser, weil ich vertraue dir und alles, was du bewirbst, ist grandios. Aber jetzt mal davon abgesehen, keine Ahnung. Deswegen ist auch unsere erfolgreiche Home-Shopping-Queen. Nein, so ultra langsam. Was ist denn das überhaupt? Öl? Queen Zeng Yang direkt auf eine andere Plattform umgezogen, da auch sie so, diese Streams nicht mehr auf der chinesischen TikTok-Plattform. Ich dachte, die macht jetzt fünf Sekunden durchführen Ding. Durfte. Wie ich auch schon vorhin angesprochen habe, ist natürlich so ein teils wirklich übermäßiger und ungerechtfertigter Konsum von so billigen Produkten, die natürlich dann auch viel psychologisch mit dir spielen, auch nicht sonderlich gut für den Planeten und die Umwelt. Auch ein Problem für die Kaufsucht an sich selbst und gerade Online-Shopping ist nochmal viel einfacher, denn du bist nur ein paar Klicks entfernt und schon ist es in deinem Warenkorb. Und außerdem ist davon auszugehen, dass gerade diese Vermischung von Gamification und Rabatten eben die Spielsucht fördern kann. Und da ich gerade schon davon gesprochen habe, Dinge schnell... Safe. Und kennt ihr vielleicht diesen Moment, wenn ihr gerade viel bestellt habt und in ein paar Tagen so, es läutet an der Tür und du hast keine Ahnung, was du bekommst, das ist dann manchmal sogar fast schon ganz witzig, aber ich denke mir dann auch oft, ich weiß nicht, also bei mir ist es jetzt nicht mega schlimm oder sowas, ich bestelle eigentlich kaum was, sehr, sehr selten, gut, sehr selten ist es auch übertrieben, aber wenn ich was bestelle, dann ist es meistens irgendein Equipment für das ganze YouTube-Zeug, irgendein Kabel oder irgendeine Schraube, die du sonst im Store halt nicht so bekommst. Aber ja, sonst Kleidung kaufe ich eigentlich fast gar nicht online. Ich habe sehr viel von Don't Waste Culture, habe ich sehr, sehr viel bestellt, aber damals schon. Und hin und wieder mal bestelle ich, wenn dann bei Represent was, aber auch ganz selten. Weißt, auf irgendwas wollte ich jetzt hinaus, jetzt habe ich es vergessen. Mal in den Einkaufswagen zu droppen, passt bitte auch auf mit der Verkaufsoption Klarna. Denn safe, ich will gar nicht wissen, wie viele Pakete, wenn du in so einer richtigen Kaufsucht drinnen bist, überleg dir mal, wie viele Pakete auch gar nicht erst ankommen. Wie viele gar nicht erst ankommen und auf die hast du dann, also und auf welche du alle vergessen hast. Das ist das Ding. Dort kannst du nämlich auf Raten kaufen oder eben später zahlen in einem Monat. Und da gibt es ja auch einen Trend, wo auf TikTok ganz viele eben offengelegt haben, wie hoch verschuldet sie dadurch sind. Und außerdem schaut euch bitte keine riesen Fashion Halls an, wo Leute irgendwie übermäßig Tonnen an Kleidern ausschütten und die alle anprobieren, denn damit unterstützt man eigentlich einfach nur diesen Massenkonsum, den man im Endeffekt nicht braucht und der ihn höchstwahrscheinlich auch nicht glücklich macht und man die Dinge einmal bis keinmal trägt. Auch hier zu dem Thema empfehle ich euch die 3 Videos, könnt ihr euch gerne anschauen, sind sehr, sehr gut. Einmal von Sascha zum Thema Klarna und eben der Verschuldung, über die ich gerade gesprochen habe. Von Alicia zu den ganzen Fashion Halls und Mr. Wissen to Go, der über die Plattform Temu spricht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dieser Online-Shopping-Trend es nicht zu uns schafft. Passt auf jeden Fall auf euch auf und ihr könnt mir gerne mal eure Beobachtungen und Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt und wir sehen uns definitiv wieder in den nächsten Videos. Mit einem Daumen nach oben und Abo. Ja, das entscheide ich. Na, Spaß beiseite. Sehr gutes Video. Ich weiß nicht, ob das zu uns kommen
also zu uns kommen könnte oder nicht. Das hört sich sehr, es hört sich an wie etwas, das aus einer anderen Welt kommt. Ich könnte mir das bei uns nicht wirklich vorstellen. Bei uns wird dann irgendjemand die ganze Zeit kommentieren, ah, aber was ist mit dem hier und da? Und da muss man mindestens 4,5 Sekunden einblenden und bla 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 und überhaupt. Und ach, keine Ahnung. Keine Ahnung.